Ihr Lieben, Aloha, seid ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Ivi Kappler, Energetikerin, medialer Coach und Bewusstseinstrainerin. Und heute geht es um die Energien, zumindest ein Teil davon, für den April 2024, so die Prognosen. Und heute ist der 1.4. und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest, wenn ihr es denn gefeiert habt. Und habt einfach schöne, ruhige Tage, um euch auszukurieren, Ruhe tanken und all das, was die Seele braucht. Denn wir hatten einen anstrengenden März. Das ganze letzte Quartal war doch herausfordernd. Und mit dem 1.4. schließen wir auch dieses Quartal ab. Und numerologisch ist die Zahl 4 eine der stärksten. Also wir gehen in die Widderenergie und diese Widderenergie ist ein sehr aufstrebendes Tierkreiszeichen, was energetisch ruft, hier bin ich. Und so präsentiert sich auch die Energie. Die Portaltage, auch Vollmond, Neumond und Schwendtag blende ich euch unten ein. Dazu hatte ich auch schon einen separaten Post gemacht, denn wir haben einige davon. Wir haben heute am 1.4. haben wir den Beginn des Aprils und aus meiner Wahrnehmung haben wir schon eine energetische Verzerrung, weil sich die Portaltage nun von ihrer Frequenz viel, viel früher ankündigen, als es früher der Fall war. So haben wir beispielsweise am 2.4. einen Portaltag und wir fühlen das heute schon. Das ist heute schon im Feld und wir spüren die Energie. Zudem wird am 2.4. der Merkur rückläufig. Und der Merkur ist ja eine Art Götterbote. Es geht beim Merkur wie beim Widder und da nehmen sich die beiden nichts. Geht es auch um Kommunikation, da geht es um Themen, wie wir miteinander interagieren. Wenn sich diese Rückläufigkeit zeigt, haben wir oft im Bereich der Technik oder auch Kommunikationsschwierigkeiten. Wir fühlen uns oft vielleicht auch in die Enge gedrängt und sollten uns Auszeiten nehmen. Und das ist schon eine sehr, sehr markante Signatur, die jetzt von Anfang an in den April hier mit reinkommt. Wir sind zudem auch in der Zeit der Finsternisse. Und vielleicht habt ihr das auch gespürt, dass seit dem letzten Vollmond im März sich auch einiges getan hat, weil all das Alte, und davon spreche ich oft in meinen Videos, möchte jetzt nach oben. Dieses Unterdrückte, alte Traumatisierungen, alte Gewohnheiten, alte Muster. Es ist so, kein Stein steht mehr auf dem anderen und wir haben mit dem Osterfest auch noch die Zeit der Auferstehung, wo es darum geht, in eine Neufindung zu gehen. Und das fühlen wir alle, denn wir haben in den letzten Monaten und einige von euch sicherlich auch schon Jahren so viel abgearbeitet, so viel bewältigt. Und jetzt in dieser energetischen Drehung sieht es so aus und das bringen auch die Konstellationen mit sich, gerade bis zum nächsten Neumond, der, ich glaube, am 8. findet er statt. Ich habe jetzt keine Notizen dabei. Am 8. genau, da enden auch die Finsternisse und mit diesem Neumond wird wiederum etwas abgeschlossen, es beginnt etwas Neues und dieses Neue bringt eine gewisse Brisanz mit sich, bringt eine Gewalt mit sich, weil wir astrologisch den Mars noch an unserer Seite haben. Wir haben dann Venus und es gibt wirklich diverse Planetenkonstellationen, die den April ganz besonders machen werden. Und wenn wir jetzt mal in uns reinfühlen, und das hatte ich in meinem letzten Beitrag auch schon gesagt, so geht es um diese Aufräumarbeiten, ja, so der Mensch liebevoll als Baustelle. Es gibt immer etwas zu tun, weil sich immer wieder etwas zeigen möchte, auch bei uns. Wir sind stetig auf dem Entwicklungsweg und ich werde auch oft gefragt, ist dieser Aufstiegsprozess, ja, ist das gleichzusetzen mit diesen Lichtkörpersymptomen oder Aufstiegssymptome? Und es ist so,
Ja und auch gleichzeitig nein. Denn die Lichtkörpersymptome, die wollen ja noch etwas durchdringen, eine Schicht, die noch da ist, eine Schicht, die uns in irgendeiner Weise noch irgendwo festhält, irgendwas Tiefes, was vielleicht in uns zwar schweigt, doch im ganzen System trotzdem brodelt und wir nehmen es nicht wahr, weil wir es vor Jahren mal in irgendeine Schublade gesteckt haben und jetzt will es raus. Und das ist dieses Jahr wird ja der Grundstein gelegt für das Jahr 2025 und 2026 und das werden die bewegendsten Jahre sein, die sich die Menschen kaum vorstellen können, denn da finden komplette Erneuerungen statt. Und um dorthin zu gelangen, ist es so wichtig, dass wir weiter dranbleiben, dass wir uns auch liebevoll als Baustelle anerkennen, ja, dass wir in die Annahme gehen und wenn es irgendwo zwickt und zwackt und wenn wir irgendwo eben ein Symptom haben, dann dürfen wir es geschehen lassen, wir dürfen es annehmen. Es bringt nichts, Dinge wegzudrücken, so wie wir es vielleicht früher gelernt haben. Ja? Kinder, die neu in die Schule kommen, also gerade die Erstklässler und die dann tatsächlich da irgendwie 6 Schulstunden still sitzen müssen, ja? Die können das nicht. Dafür sind wir auch gar nicht ausgerichtet, um da irgendwie still zu sitzen. Man kann das ganz anders verpacken und den Kindern auch spielerisch auf diese Art und Weise Inhalte nahe bringen. Doch das ist genau das, was ich meine. Früher hat man diese Impulse unterdrückt. Das ganze Menschsein, wie wir von unserer energetischen Signatur auch sind, wie unsere Struktur ist, wurde unterdrückt. Und in der heutigen Zeit ist dieser Wendepunkt da. Und durch diesen Wendepunkt sind wir schon lange durch, dass wir es nicht mehr dulden, dass wir auch merken, alles, was uns keine Freude mehr macht, empfinden wir als sehr, sehr anstrengend und es kann sein, dass wir dann sehr zündig werden, dass wir vielleicht die Dinge irgendwo hinpfeffern, weil es bestimmte Themen gibt, die wir satt haben, ja, die wir auch einfach nicht mehr mittragen möchten. Und das zeigt sich im April auch ganz klar und das Thema Auferstehung im Symbolischen gemeint, dass diese Neufindung, dieser neue Mensch, der wir sind, der aus uns heraus entstanden ist, der neue Mensch, das multidimensionale Wesen, das mit seinem Umfeld interagiert. Und so hatte ich letztes Mal auch gesagt, wir haben hier Milliarden Schöpfer, weil jeder von uns schöpft, auch wenn es unbewusst tut. Und deshalb haben wir auch Milliarden Arten von Realitäten, diese Räume. Und dann haben wir noch ein kollektives Bewusstsein. Man könnte auch sagen, eine kollektive Realität. Und wir sind eingeklinkt in diese ganzen verschiedenen Felder. Und so dürfen wir, und dafür steht auch der April, da kriege ich gleich Gänsehaut, so dürfen wir achtsam mit unseren Kreationen sein, damit, was wir weiter in diese Welt tragen möchten, was wir in dieser Welt sehen möchten. Und die Dinge, deren Ablaufzeit schon lange, lange erreicht ist, die dürfen wir auch gehen lassen. Es bringt nichts, an alten Dingen festzuhalten. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch, wenn dich jemand liebt und du lässt ihn los, so kommt er zu dir zurück, hat er immer dir gehört. Und das ist so dieses Sinnbild davon, auch diese, ob es jetzt eine materielle Anhäufung ist, es ist völlig egal, mit was oder mit wem wir es gleichsetzen. Es geht vielmehr darum, lebendig zu sein. Und der April schreit nach Lebendigkeit, diese aufstrebende Widderenergie, die sagt, hier bin ich voll und ganz mit meinem gesamten Potenzial, doch auch mit meinen Ängsten, mit meinen Schwächen, mit den Dingen, die ich vielleicht noch nicht entwickeln oder etablieren konnte. Doch es geht im Leben nicht darum, perfekt zu sein. Es ging nie darum, perfekt zu sein. Es geht immer darum, dass wir etwas Neues verinnerlichen, dass wir etwas Neues in uns selbst etablieren. Etwas, was uns trägt. Es geht um diese tragende Kraft, um diese Säule. Und ich mache jetzt einen kurzen Ausflug mit euch, weil ich das als so wichtig erachte und ich spreche in meinen Workshops davon.
Ihr kennt sicherlich diese Maslow'sche Pyramide. Wenn nicht, dann googelt sie gerne. Das ist eine Pyramide. Die unterste Stufe sind die Grundbedürfnisse. Und die Grundbedürfnisse der Menschen sind in der heutigen Zeit Essen, Schlafen, also dieses Versorgtsein, ein Dach über dem Kopf haben und eben die Nahrung. Und wenn diese Basis der Säule erfüllt ist, dann hat der Mensch eine Grundstufe und hat eine gewisse Stabilität. Die Stabilität zeigt sich dann in dem Sinne, dass wir leben können. Ja, wir können uns um andere Dinge kümmern. Denn wenn wir für uns gesorgt ist und wenn wir dann stabil sind, ein gewisses Fundament haben, dann können wir uns anderen Themen widmen. Und hier habe ich meine Liste, die habe ich gerade rausgezogen. Das ist nämlich sehr spannend, weil diese unterste Stufe ist auch gleichzusetzen mit dem Wurzelchakra. Das Wurzelchakra, da geht es um die Stabilität, um das Urvertrauen, um das rundherum versorgt sein und auch um unsere ursprüngliche Lebensenergie. Diese haben wir dann zu unserer Verfügung, weil wenn diese unterste Stufe in Ordnung ist, dann können wir uns, wie gesagt, auch anderen Dingen widmen. Die zweite Stufe, da geht es dann so um soziale Kontakte, um unser soziales Umfeld, Familie, Freunde, weggehen, mal ein Buch lesen. Also so die Interaktion mit anderen, doch auch, was tun wir, damit es uns gut tut. Ja, und das ist so dieser soziale Baustein. Wo stehen wir da? Die nächsthöhere Stufe, und es gibt da noch viele Unterstufen, doch die höhere, da geht es dann um die Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung bedeutet, wir leben das, was wir lieben. Wir reisen vielleicht, wir nehmen uns Auszeiten, wir kreieren Dinge, wir werden zum Schöpfer unserer Realität und wir sind da angekommen, wo es eben auch schon zu diesen höheren Bewusstseinsstufen geht, wo wir einfach wissen, wer wir sind, was wir hier auf der Erde tun. Und ja, und wir haben Freude und Spaß am Leben. Wir kommunizieren über unsere Hellsinne. Also wir sind da irgendwo schon angekommen. Ich nenne es jetzt wirklich mal grob Selbstverwirklichung. Und viele von uns kennen das sicherlich, dass wir immer mal wieder im Leben bei der Selbstverwirklichung ankommen, indem wir vielleicht etwas schreiben, etwas singen, etwas kreieren, ob das jetzt Samen sind, die wir pflanzen, das ist ganz egal. Irgendetwas tragen wir in die Welt, was uns, also wo unser Herz wie so eine Blüte aufgeht und wir diesen Seelenduft versprühen. Und wenn jetzt in den unteren zwei Stufen etwas passiert, und zwar es entstehen Existenzängste, wir verlieren unsere Arbeit vielleicht oder es bricht auf jeden Fall in diesen unteren Stufen etwas weg, dann fällt diese Pyramide wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann fangen wir wieder von vorne an, weil wir dann damit beschäftigt sind, uns ein neues Fundament aufzubauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erstmal um unsere Wurzel kümmern. Und ich weiß, wir werden in der Welt, so wie sie sich uns zeigt, mit Existenzangst, Geldsorge, Mangelbewusstsein, wir werden immer in dieser untersten Stufe gehalten. Und wenn wir verstanden haben, dass wir diese Stufe reparieren können. Und wenn wir sie reparieren, ja, dann starten wir durch. Wie ein Vogel, der in den Himmel fliegt, ja, wie der Phönix, der aus der Asche heraus sich neu kreiert hat. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Denn viele Menschen und gerade es gibt ja auch so eine spirituelle Flucht, ja, so ich erkenne dieses Leben, das sich mir zeigt, nicht an, weil es schwierig ist, weil es mit Sorgen behaftet ist, weil ich mich mit meinen Mitmenschen vielleicht nicht so gut verstehe. Und dann flüchte ich in die spirituellen Sphären. Und ich erlebe das oft auch in meinen Coachings. Die Menschen sind dann schon sehr weit, haben ein sehr ausgereiftes, waches Bewusstsein. Doch wenn ich da oben bin und unten nicht aufgeräumt habe, dann stürzt mein Kartenhäuschen immer wieder zusammen.
immer wieder. Und ich kann es immer wieder aufbauen, doch wenn ich es nicht heile und ja nicht in eine gewisse Stabilität bringe, und mit Stabilität meine ich wirklich das Verhältnis zur materiellen Welt, das macht unsere Wurzel aus, genauso wie die Ahnen und so weiter. Doch wir brauchen zur materiellen Welt, brauchen wir ein stabiles Fundament. Und deswegen ist auch diese Entsprechung des ersten Chakras der körperliche Wille zum Sein. Und davon rede ich so oft. Sagst du Ja zum Leben? Sagst du Ja, ich will leben, ich liebe dieses Leben. All das, was das Leben mir oder sich an mich verschenkt, mir gibt, all diese Schätze, die ich hebe, alles, was ich hier wahrnehmen kann, ja, mit all meinen Sinnen, ich liebe es. Wenn du das bejahen kannst, dann bist du zumindest in deinem energetischen System mit der Wurzel gut verbunden, ja, dann kann es weitergehen mit dem Außen, ja, denn wenn das Innen stimmt, dann passt sich das Außen an. Und es wird oft so dahergesagt, das ist eins der Schöpfungsgesetze, das, ja, der Analogie, wie oben so unten, wie innen so außen. Und das hat auch viel mit diesen Feldern zu tun, mit die ich vorhin erwähnt habe. Und ich komme jetzt nun zu den Feldern, weil wir haben die Maslow'sche Pyramide jetzt gut abgearbeitet. Und im Chakren-Workshop spreche ich da auch drüber. Wer Interesse hat, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich habe schon ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Nicht wundern, wenn ich noch nicht geantwortet habe. Ich habe euch auf jeden Fall schon mal auf die Liste gesetzt. Ja, dort geht es eben auch um diese Schöpfungsgesetze. Und mein Innen, ja, welcher Mensch will schon Widerstand? Welcher Mensch möchte Krieg? Keine wahre Seele möchte das. Und deswegen geht es darum, tief in unser Unterbewusstsein zu blicken. Denn das Unterbewusstsein kreiert zu 95% mit. Und das ist die Krux an dieser Sache. Und wenn wir da aufräumen, unser Fundament stabil haben, dann, ja, wenn Existenzängste abgehakt sind, wenn ich im Füllebewusstsein bin, dann kann ich in die nächsthöhere Stufe gehen. Also vieles ist natürlich überschneidend, das läuft jetzt nicht analog. Doch trotzdem kann ich dann viel mehr auf andere Menschen eingehen, weil ich ja nicht mehr mit mir selber beschäftigt bin. Ich muss mich nicht ständig um mich selbst kümmern oder bibbern, weil es irgendwo nicht reicht, weil irgendwo ständig Engpässe sind, sondern dann bin ich woanders. Und diese Energie im April, und der April wird geopolitisch auch einiges bieten, denn wir erleben auch jetzt, also nicht nur mit diesen tektonischen Platten, sondern es sind so viele Energieströme da, mit Russland, mit USA, mit Deutschland, Österreich meldet sich. Also das heißt, der Kessel brodelt, und natürlich brodelt er, weil jeder einzelne Mensch, ich will nicht sagen, dass wir brodeln, ich will nur sagen, es steigt etwas hinauf. Und das ist jetzt vielleicht ein nicht ganz so schönes Sinnbild, doch wenn du einfach fühlst, dass du einen gewissen Dunst abgibst und der riecht nicht gut, dann schau, woher er kommt. Denn es sind Aufräumarbeiten angesagt. Und ja, ich weiß, wir haben das jetzt schon sehr, sehr lange, doch die Entwicklung läuft nicht linear, genauso wie es die Zeit nicht tut. Und es sind immer die Spiralen, es geht immer um die nächste Schicht, die angeschaut werden möchte. Und da sind wir gerade, es ist wieder die nächste Schicht. Und gerade bei den Finsternissen schauen wir nochmal aus einer viel, viel tieferen Perspektive in diese Richtung. Wir schauen dorthin. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Ich melde mich auf jeden Fall noch mit einem Video, wo ich auf die Konstellationen eingehe und bestimmte Stimmungsbilder einfange. Doch wenn du stabil durch das erste Halbjahr gehen möchtest, dann kümmere dich um die Dinge, die du ganz tief in irgendwelche Schubladen geschoben hast, die du ganz tief begraben hast. Schau dir die Herzensmauern an, die du gebildet hast, und geh wirklich in eine Arbeit mit dir selbst, durchbreche das. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Thema Widerstand. Weil ich sagte ja, wir kreieren auch unbewusst. Wir sind zu jeder Zeit
sind wir Schöpfer zu jeder Zeit. Und auch das Thema mit dem Matrix-Konstrukt, das da irgendwo noch rumdümpelt, ja, da brauchen wir gar nicht drin sein. Denn je nachdem, wie unser Bewusstseinsstand aktuell ist, rutschen wir ab und zu sowieso dort rein, gerade wenn wir Verknüpfungspunkte haben. Deswegen, uns kann, und das ist das, was wir die letzten 4 Jahre ja auch gemerkt haben, viele von uns hatten da einen regelrechten Erwachensschub, der Mensch hat einen freien Willen. Und dieser freie Wille, der gehört nur dir. Du wählst ja oder nein. Du wählst, ich gehe diesen Weg oder jenen Weg. Du wählst immer. Kein anderer wählt für dich. Manche Menschen oder Institutionen können dich in eine Richtung schubsen. Doch trotzdem ist es deine Entscheidung, ob du in diese Richtung dann weiter gehst. Und wenn du dir das bewusst machst, dann öffnet das Universum ein Türchen für dich und es gibt einen Plan B, weil du gewählt hast. Wenn du, ich sage jetzt mal, den Weg gehst, Plan A, und du gehst ihn mit einer gewissen Sicherheit oder auch vielleicht mit einem Druck im Nacken, dann wirst du diesen Weg gehen und dann wird sich Plan B dir nicht offenbaren. Und das Thema des Wählens, hier geht es nicht darum, sich auf eine Seite zu schlagen, A oder B zu wählen. Es geht immer darum, was wählst du? Und manchmal, und das ist das, was uns nicht beigebracht wurde, weder in der Schule noch von unseren Eltern, weil die es so auch nicht kennen, das Thema, dass wir eben keine Seite wählen müssen. Wir entscheiden immer für uns, was ist unser nächster Schritt. Das hat nicht damit zu tun, dass ich rot oder blau wähle, dass ich oder grün oder gelb, was auch immer. Das geht darum gar nicht, sondern ich wähle meinen nächsten Schritt. Und es gibt diesen schönen Satz, den ich jetzt versuche aus meinem Gedächtnis zu ziehen. Möge sich mir der nächste vollkommene Schritt offenbaren und mir die perfekten Mitspieler an die Seite stellen, zum höchsten Wohle aller, so dass ich meinen Weg gehe, und das macht das Universum sowieso, wenn wir im Vertrauen sind, dass es uns bestimmte Menschen, bestimmte Begebenheiten schickt. Und wenn wir dann in diesem 5D, kann man schon sagen, Bewusstsein sind, dann erleben wir auch, dass sich alles fügt. Alles fügt sich und es fügt sich so wundervoll, dass wir gar nicht drüber nachdenken müssen. Und ich komme jetzt noch ganz kurz zu den Widerständen, weil die Widerstände, ihr Lieben, das ist ja etwas. Ich bin im Widerstand mit mir unbewusst, nicht bewusst. Doch wenn es auch so Tage gibt, wo ich mich vielleicht ein bisschen weniger leiden mag als am Tag davor, entsteht ein Widerstand. Widerstände entstehen dann zwangsläufig. Wenn ich mich nicht voll und ganz akzeptiere, wenn ich merke, was auch immer, ich spüre, es war mal ein besserer Ausgangszustand oder eine bessere Ausgangssituation und jetzt ist die Situation etwas schlechter. Das macht mich unzufrieden. Und wir haben nicht gelernt, Dinge anzunehmen. Das sollte es als Schulfach geben. Das Schulfach Annahme und Akzeptanz dessen, was gerade ist. Und wir kreieren immer nur aus dem Hier und Jetzt. Wenn ich nicht in die Annahme gehe, bin ich nicht im Hier und Jetzt. Das kann uns klar sein. Ich bin nie im Hier und Jetzt, wenn ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin oder wenn ich im Widerstand oder im Kampf mit mir selbst bin, weil ich dann die Situation, die sich mir gerade zeigt, gar nicht anerkenne. Und das ist auch etwas, wo wir umdenken dürfen. Denn alles, was passiert, das passiert aus einem speziellen Grund, und zwar aus dem Grund, dass ich es irgendwann mal kreiert habe. Das Wort Schicksal
Ja, wenn man sagt, ach, das war ein Schicksalsschlag oder Schicksal. Schicksal ist letztlich eine Wirkung, deren Ursache wir vielleicht noch nicht kennen. Und trotzdem ist diese Ursache da. Sie war irgendwann mal da. Irgendwann haben wir kreiert. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es in diesem Leben war. Denn wir können dieses Leben komplett aufrollen. Wir können dieses Leben heilen. Und damit ist es nicht notwendig, in anderen Leben zu suchen. Das ist auch etwas, was sich ja in den metaphysischen Körpern sowieso zeigt. Heilen wir unsere metaphysischen Körper, so heilt unser physischer Körper, egal aus welcher Zeit, Raum, Dimension das Ganze kommen mag. Das ist völlig unwichtig. Ich denke, es ist eher so ein, und das ist ja auch schön, wenn der Mensch neugierig ist, zu wissen, was habe ich denn mal hier erlebt auf der Erde? Wer war ich denn? Oder wo war ich denn? Mit wem war ich? Wer sind meine Seelengefährten? Das ist interessant. Doch um tatsächlich, und ich sage jetzt bewusst, Probleme zu lösen, ist es wichtig, im Hier und Jetzt zu bleiben und aus dem Hier und Jetzt heraus zu schauen, was passiert in meinem Unbewusstsein. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, schaut euch mal eure inneren Widerstände an. Gegen wen habt ihr Widerstände? Sind es Menschen? Sind es Situationen? Sind es Familienmitglieder? Sind es berufliche Themen, Beziehungsthemen, etwas Familiäres? Schaut es euch an. Und überall da, wo ihr im Widerstand seid, da könnt ihr für euch überprüfen, woher kommt dieser Widerstand? Warum ist das so? Irgendwas in deinem Körper, Seele, Geist-System gibt dir dieses Gefühl vor. Und dieses Gefühl möchte von dir anerkannt werden. Nicht umsonst ist es da. Es möchte gesehen werden. Und wenn du diesem Gefühl einen Raum gibst, es darf dann da sein, dann verändert sich die Situation. So wie der Beobachter nach dem physikalischen Gesetz auf die gesamte Handlung, ob das jetzt Opfer-Täter-Bewusstsein ist, tatsächlich Einfluss hat. Und wenn wir Widerständen und Kämpfen in uns die Aufmerksamkeit geben und schauen, wo kommt das her? Was schaue ich mir da jetzt an? Ja, was will sich mir offenbaren? Was will sich mir zeigen? Dann sind 50% damit schon erledigt. Dann gehen wir zu 50% in die Heilung, die anderen 50%, ja, da darf man noch gucken, was steckt dahinter, wohin mündet das? Doch letztlich geht es um die Annahme und die Akzeptanz, und das ist der Schlüssel, auch der Schlüssel zu unserem Herzen. Und Menschen, die Angst vor Gefühlen haben, weil Verletzungen so groß waren, weil das Leid so groß war, da ist auch ein Widerstand da. Überall da, wo auch eine Angst in dir hochsteigt, wo eine Angst hochkommt. Diese Angst ist ja meistens aus der Kindheit, also das sind oft frühkindliche Prägungen. Und auch diese Angst möchte angeschaut werden, denn Angst gibt es nicht im Hier und Jetzt. Außer wir sind natürlich einer kompletten Bedrohung ausgesetzt. Doch ich meine grundsätzlich Angst zu scheitern, Angst zu versagen, Angst verletzt zu werden. Wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir denken an etwas, was passiert ist oder an etwas, was passieren könnte. Und viel wichtiger wäre es, im Hier und Jetzt zu sagen, jetzt aktuell ist gerade alles in bester Ordnung. Alles ist in bester Ordnung. Und dann ist es auch so. Ja, ihr Lieben, ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Ich wünsche euch wunderschöne, anfängliche Apriltage und sende euch ein bisschen türkisblaues Meer, eine wunderschöne Wolkenlandschaft, und hoffe, es geht euch gut von Herz zu Herz. Eure Ivi. Bis ganz bald.